Diesen Beitrag widmet euch PSMZ, euer Ansprechpartner in Sachen Steuern. Familie, gegen viele andere eine kleine, aber wir halten gut zusammen und wenn man ruft, dann kommen viele, die mit uns dann gemeinsam diese Bühne füllen. Beinahe wäre sie uns zu klein geworden heute bei der Probe schon. Lange und mehrfach durch Corona bedingt mussten wir unser Projekt, die Bilder einer Ausstellung zu spielen, verschieben. Aber heute ist es soweit. Sie hören dann im zweiten Teil dieses ganz tolle Werk von Modest Mussorgsky. Also Gratulation, für mich war das ein wunderbares Konzert. Ich hätte mir nie gedacht, dass man das mit, ich sag mal, Harmonika? Eigentlich heißt es Akkordeon. Okay. Mit Akkordeon so in so einer, das hat ja einen Klang, das ist unwahrscheinlich. Ja, es ist auch ein Instrument, das in Wien erfunden wurde, übrigens genau am heutigen Tag, am 6. Mai. Und es ist heute auch der Weltakkordeon, der World Accordion Day. Jetzt haben wir den Präsidenten oder Obmann? Obmann in Österreich. Vom Akkordeon Club Favoriten. Ja, genau so ist es. Wie lange gibt es diesen Club? Na ja, schon knapp 50 Jahre und das Orchester gibt es genau 50 Jahre. Und wir sind alle als kleine Kinder in die Volkshochschule gegangen, haben da beim Professor Maurer gelernt und im Laufe der Zeit lernt man mehr, bis man ein Orchester gründen kann. Und das ist jetzt 50 Jahre her. Und die Stammmannschaft ist immer noch da. Wir haben noch immer 6 Gründungsmitglieder im Orchester. Und sind froh, dabei zu sein. Wo sie ihren Triumph über den bösen Mäusekönig feiern. Sie fliegen durch den traumhaften Winterwald und über den Fluss aus Rosenwasser. Schließlich kommen sie beim Zuckerschloss an, wo ein ganzes Volk auf sie wartet und aus Erleichterung und Dankbarkeit einen prunkvollen Einzug vorbereitet hat. Jetzt kann man sagen, ist das fast ein Jubiläumskonzert, oder? Ja, wir machen dann im Herbst ein großes Jubiläumskonzert mit den alten Gassenhauern und den schönen Dinge, die das Publikum immer wieder möchte, aber das ist heute so ein klassisches Jubiläumskonzert mit guter Klassik und wir freuen uns, dass das hier geklappt hat. Schon, ja. Und wo liegt da die Herausforderung? Ich kann mir vorstellen, dass das eine enorme Vorbereitung ist. Die Herausforderung war auch hier besonders die Akustik, dass sich auf der Bühne nicht alle hören, dass alle wirklich zu mir schauen müssen, zum Dirigenten und schauen müssen, was ich vorgebe an Takt. Und das ist doch für einen Amateur dann nicht immer so ganz einfach. Aber das ist meine Aufgabe und das mache ich gerne. Und das ist, glaube ich, sehr gut gelungen heute schon im ersten Teil. Für mich ist das so ein angenehmes Zeichen, wenn ich in eine Musik hineinkippe beim Zuhören und das ist da voll und ganz gewesen. Ja. Nussknacker mit Akkordeon, also fantastisch.
Ja, uns macht es auch Spaß und man muss natürlich bedenken, dass diese Akkordeons, die heute da sitzen, nicht alle dasselbe spielen, sondern wir sind ja in Stimmen aufgeteilt. Wir haben 4 Stimmen, 4 Register, dann das Basso dazu, die Zusatzinstrumente, Querflöte und auch die Harfe. Wir ergänzen uns ja sehr gut und das macht es auch interessant zu spielen. Die erste Stimme hat meistens viele Läufe, die vierte Stimme hat viele Akkorde und so ergänzt sich das zu einem guten Ganzen und zu einem schönen Orchesterklang und das ist ein herrliches Gefühl, hier auch auf der Bühne zu sitzen und zu wissen, es funktioniert. Ja, ich wollte noch dazu sagen, natürlich ist es uns gelungen, dank dem Robert Kohler und dank der wunderbaren Bilder und auch dank auch der tollen Bühnentechnik, die es hier in diesem wunderschönen Saal gibt, dass wir dieses ganze Werk noch aufpeppen konnten, also mit Moderation und mit den passenden Bildern. Absolut, weil die Stimme ist genial, die passt so wirklich, die fühlt sich so ein. Jetzt eine Frage noch zum Akkordeon. Gibt es etwas, das man mit einem Akkordeon nicht spielen kann? Eigentlich nicht wirklich. Es hat früher mal geheißen, so die ganz harte Rockmusik, das geht nicht. Aber mittlerweile weiß man vom Akkordeonfestival, dass es das auch gibt und dass das auch geht. Also ja, man kann tatsächlich alles. Es klingt nicht alles gleich gut oder manchmal will man es einfach, dass es kurioser klingt mit dem Akkordeon, aber grundsätzlich kann man alles machen. Wobei, ich habe auch schon Stücke gehört, also Jazz oder Blues mit Akkordeon. Ja, freilich, klar. Nehmen Sie den lieben Karl Hodener, kürzlich verstorben. Der hat das vom Wiener Lied aufwärts weitergebracht. Nicht? Es gibt so viele Möglichkeiten und man muss ja nicht sagen, ich muss mit einem Akkordeon jetzt eine Violine nachmachen. Ja, ganz im Gegenteil. Wir haben ein eigenständiges Instrument. Das spielt nur dieselben Töne, Noten, wir intuieren das anders und wir sind also ein ganz eigenständiges Instrument. Eine Inspiration, eine andere von einem Stück? Oder? Ich würde nicht sagen, das liegt an jedem selbst. Wir haben hier viele Jahre lang in das Stück gearbeitet, bis wir es auch wirklich begriffen haben, was da dahinter steckt. Wir werden es dann auch weiter von unserem Schauspieler noch hören. Das ist wirklich zu erarbeiten. Wir haben den Vorteil als Amateure, dass es uns Spaß machen darf. Wir müssen ja nicht arbeiten. Okay. Eine letzte Frage. Akkordeonspiel ist eine wunderbare Sache. Wie sieht es mit Nachwuchs aus? Oje, das ist glaube ich, ein bisschen ja, Pferdefuß bei der Sache. Ja, uns fehlt natürlich die Jugend. Ja.
wir sind alle 50 plus, wenn ich das so sagen darf, leider. Und wir hoffen, dass dank so toller Initiativen wie auch zum Beispiel vom Friedl-Breisel-Akkordeon-Festival, dass da vielleicht doch wieder auch die Kinder derer, die das alle in den 70er Jahren gelernt haben, dass die das hervorkramen und ihre Kinder weitergeben und dass wir vielleicht irgendwann da wieder neu durchstarten können, auch mit Jugend. Vielleicht können wir mit unserem Beitrag ein bisschen animieren und Geschmack machen darauf. Und vor allem, es ist ein tolles Instrument und wie wir gesagt haben, man kann damit alles spielen. Genau so ist es. Das sage ich schon recht herzlichen Dank. Es war wirklich ein toller Abend. Danke auch. Vielen Dank, danke für die Einladung. Meine Bilder dort waren es, die mich zu dieser Komposition inspiriert haben. Er war nicht nur Maler, nein, er war ein Talent auf vielerlei Gebieten. Als Architekt hat er zu dem 1862 eingeweihten Nationaldenkmal 1000 Jahre Russland in Nowgorod beigetragen. Es steht vor der Sophienkathedrale. Sie sollten es besuchen.